Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Erlangerinnen und Erlanger, auch heute wieder ein Update zum Thema Corona. Zunächst mal, auch in Erlangen sind die Fallzahlen jetzt wieder leicht ansteigend, aber Sie sehen es im Vergleich zum Umland doch noch auf deutlich niedrigerem Niveau. Das bedeutet, in der nächsten Woche vor allem für die Schulen und die Kitas im Regelfall Wechselunterricht, im Regelfall in den Kitas normale Betreuung. Sie bekommen die Informationen wie immer von Ihren Einrichtungen. Eine Sache ist mir besonders wichtig. An den Schulen beginnt jetzt ja auch das Thema Testpflicht. Alle Schulen sind von uns versorgt worden mit entsprechenden Selbsttests und die eine oder andere Schule hat darüber hinaus auch noch Dinge organisiert, zum Teil auch mit städtischer Unterstützung. Meine Bitte an der Stelle an Sie alle, dass Sie diese Testmöglichkeiten auch nutzen. Mich erreichen gerade immer wieder Nachrichten, dass es in mehreren Klassen so ist, dass viele Eltern sagen, nein, sie wollen nicht, dass ihre Kinder getestet werden aus Angst davor, dass sie positiv sind und dann zu Hause bleiben müssen. Ganz ehrlich, wir kommen an der Stelle nur weiter, wenn sich alle testen lassen und diese Testergebnisse dann auch ernst nehmen. Und ja, das bedeutet unter Umständen Quarantäne, natürlich, aber es ist doch alles besser, wie wenn man weiß, dass man oder wie wenn man unwissend ist und dann trägt man die Infektion weiter. Also bitte machen Sie von diesen Testmöglichkeiten auch Gebrauch. Und ja, ich weiß auch, das holpert jetzt am Anfang wieder, das ist noch nicht alles rund, das ist noch nicht alles perfekt. Aber das ist nun mal die Situation, mit der wir momentan umgehen müssen. Da bitte ich Sie um Verständnis, aber vor allem auch darum, dass Sie mitmachen. Zweites Thema Impfen geht auch gut voran. Seit dieser Woche sind die drei Außenstellen im Landkreis in Betrieb und impfen auch kräftig. Die Hausarztpraxen sind mit eingestiegen und unsere Impfquote war vorher schon gut und ich hoffe, dass wir jetzt noch schneller vorankommen und dass wir die Priorität 2 so Mitte bis Ende Mai auch tatsächlich abschließen können. Meine Bitte an der Stelle ist, wenn Sie Termine angeboten bekommen, nehmen Sie sie auch wahr. Und noch 2 Stichworte zu Hausärztinnen und Hausärzten. Es hilft im Moment nicht, wenn Sie Ihren Hausarzt mit Anrufen überschütten. Die Praxen melden sich bei Ihren Patientinnen und Patienten und laden die ganz gezielt ein. Je öfter Sie anrufen, umso mehr halten Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort von der Arbeit ab. Das ist meine erste Bitte und meine zweite Bitte in dem Kontext. Wenn Sie eine Impfung von Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin bekommen haben, dann tragen Sie sich bitte aus, so Sie sich registriert haben im Impfportal, damit wir den Kolleginnen und Kollegen dort an der Hotline auch die Arbeit erleichtern. Sonst telefonieren die Ihnen nämlich weiter hinterher. Ein drittes ist mir wichtig und das gilt weiterhin. Ja, in Erlangen sind die Zahlen noch niedriger als anderswo, aber auch hier merken wir, unser Uniklinikum berichtet, dass die Belegzahlen auf den Intensivbetten, die nehmen wieder zu. Und Sie wissen auch, das Einzige, was im Moment hilft, solange die Impfungen noch nicht flächendeckend da sind, das ist vorsichtig sein. Also Abstand halten, die Masken aufsetzen und insgesamt immer noch Kontakte reduzieren. So wenig wie möglich Menschen treffen. Und ich weiß, wie schwer das fällt jedem von uns schwer, aber es ist nach wie vor das einzig Richtige. Also, halten Sie weiter Abstand und bleiben Sie gesund.